Meine Lieben, ja, ich mache heute beim Tag mit. Dafür, dass ich eigentlich keine, ja, was heißt Tags nicht mag, die ich so oft bei Tags mitmache, habe ich ja in der letzten Zeit allen Ernstes schon 2 Stück gemacht. Und zwar wurde ich getaggt von der lieben The Sabrina Makeup. Sie hat mich in ihrem Video getaggt und ich weiß, dass das auch eine liebe Abonnentin von mir ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon persönlich getaggt werde, dann mache ich selbstverständlich gerne auch mit. Es handelt sich um den I Love... Jetzt los. Jetzt bin ich wieder blass. Oh. Ich weiß nicht, was das mit diesem Farbabgleich ist mit dieser Kamera. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls wurde ich getaggt mit dem I Love Lipstick Tag. So, und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Ich habe mir das hier alles aufgeschrieben. Und zwar, die erste Frage ist, wie viele Lippenstifte hast du? Antwort, 25. Obwohl ich das echt viel finde dafür, dass ich eigentlich nicht so ein Lippenstift- oder Lipgloss-Fan bin, weil ich vergesse den immer. Seht ihr? Ich habe wieder vergessen. Ja. Dann, welcher war dein erster Lippenstift? Und das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe echt hin und her überlegt. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass es ein rosafarbener von Manhattan war, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß es persönlich nicht mehr. Nee, weiß ich wirklich nicht mehr. Also es war auf jeden Fall keine krasse Farbe. Also das könnte ich sogar beschwören. Aber welcher es genau war, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. So, dann drittens, welcher ist dein neuester Lippenstift? Habe ich 2. Und zwar wer die Glossy Box im Mai bekommen hat, hatte, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob das bei allen drin war oder ob das schon was war, was wieder verschieden war. Gab es den Kryolan, ich glaube, das ist die Farbe 103. Es ist ein richtig tolles Rot und es ist auch nicht, also ich finde, auf den Lippen ist er jetzt nicht so glänzend. Also er hat ein bisschen was Mattes an. Er ist jetzt nicht komplett matt, aber ja. Ich mag ihn sehr. Den habe ich den Tag bekommen und dann abends habe ich meiner Mama die Glossy Box gezeigt, weil sie gefragt hat, was das überhaupt ist, was ich da bekommen habe. Und dann habe ich ihr das gezeigt und habe ihr auch den Lippenstift gezeigt und ja, dann kam es, dass wir unsere ganzen Lippenstifte, ich meine, und meine Mama ihre rausgekramt hat und sie hatte den hier, den sie mir geschenkt hat, weil die Farbe überhaupt nicht zu ihr passt. Ich habe schon das erste Wort hier gelesen. Passt, und zwar ist das der 110 Place de la Concorde von P2. Der sieht so aus. Ist ja mit meinem liebsten Lippenstift, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich setze mich mal ein bisschen anders hin. So. Ja, muss ich sagen, sind 2, weil ich habe sie den gleichen Tag bekommen. Als erstes kam der Kryolan, dann abends kam der P2. Dann, welches ist dein... Ah ne, Moment. Welches ist dein Lieblings... Was? Achso, welches ist deine Lieblingslippenstiftmarke? Gute Frage. Also ich habe ja eigentlich auch ein reichhaltiges Sortiment, was verschiedene Marken angeht. Also ich habe vor mir zum Beispiel Manhattan Lean Sleek, P2, Kryolan, Essence, Rimmel. Es gibt, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde von diesen Pure Color Lipsticken oder Lipsticken, das sollte ich nicht mal in Englisch lehren. finde ich persönlich sehr gut. Also sie pappen jetzt nicht. Also wenn man jetzt 5 Minuten irgendwie die Klappe gehalten hat, dann hat man ja manchmal das Gefühl, man kriegt die Lippen nicht mehr auseinander. Und das hat man bei denen hier wirklich nicht. Und ich finde auch wenn es ein paar Stunden später ist, die Farbe ist vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, wie sie am Anfang war. Aber ich finde, man sieht immer noch, welche Farbe es war. Von daher finde ich die eigentlich sehr gut.
Obwohl ich jetzt persönlich auch nichts gegen. Habe ich jetzt gesagt, ich habe Essence? Lippenstifte habe ich nicht von Essence, komischerweise. Obwohl ich sonst eigentlich fast alles von Essence habe, aber das habe ich nicht. Ich finde auch die Manhattan nicht schlecht. Also ich habe, glaube ich, noch die älteren. Ich weiß nicht, ob die auch schon umgeändert worden sind. Die finde ich auch nicht schlecht. Also muss ich mich entscheiden? Ich will nicht. Okay, ich nehme P2. Oh, ich kann heute irgendwie nicht sitzen. So. Also, wie gesagt, es gibt. Ich kann jetzt an denen eigentlich nicht viel aussetzen. Also ich habe jetzt mehrere Marken nicht. Das ist zum Beispiel Essence komischerweise, da habe ich den Lipgloss von. L'Oreal habe ich keine. Hallo! Würden wir das lassen? So, also wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal spontan P2. Weil davon werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar holen, wenn ich das nächste Mal zu DM komme. So, und dann, welches ist dein Lieblings... Jetzt habe ich mir da den Schädel gerammt. Welches ist dein Lieblings-Nude? Mein Place de la Concorde. Es ist zwar... Viele werden jetzt vielleicht sagen, das ist ja gar kein richtiges Nude. Es ist aber für mich den ich am liebsten mag. Ich trage den ja ganz... Ach! Also ich mag ihn sehr, es ist für mich auch mein allerliebster Nude-Ton, weil ich habe ehrlich gesagt in der Drogerie noch jetzt nicht richtige Nude-Töne gefunden. Also für mich ist das hier schon Nude. Wenn ihr dann einen Tipp habt, welche in der Drogerie gut sind, als Nude-Töne durchgehen, schreibt es mir in die Kommentare bitte. So, dein Lieblingsrot habt ihr eben schon gesehen. Murmel, aber ganz schnell darunter. Fräulein! Wartet mal, ich will euch mal was zeigen. Könnt ihr das da sehen? Murmel. Die hüpfen nämlich gleich auf mein Bett. Ja, nur mal so kurz am Rande. Also ich kann euch den auch mal schnell swatchen, ne? Das habe ich ja immer vergessen. Ich vergesse immer gerne zu swatchen. Also das ist jetzt der Place de la Concorde. Dann mein liebstes Rot habt ihr eben schon gesehen, der von Kriolan, weil das... Ich hole euch mal kurz ein bisschen näher. Weil das wirklich eins der intensivsten Rottöne ist, die ich jemals gehabt habe. Das ist der hier. Okay, die Kamera verfälscht ein bisschen, wie ich jetzt gerade sehe. Ich kann euch jetzt auch natürlich nicht sagen, also der von P2, 2, 3 Euro, den hier weiß ich nicht. Wie gesagt, der war in der Glossybox. Dann dein liebstes Pink. Und da kommen wir zu einem meiner... All-time favorite sozusagen, also nach meinem Place de la Concorde, und zwar ist das der Sleek Cupid. So rum. Den habe ich ja damals auch geschenkt bekommen. Kann ich euch natürlich jetzt auch nicht sagen, wie viel der gekostet hat. Das ist der. Ne, der. Oh Mann, ich sollte mich vielleicht besser vorbereiten, wenn ich Text mache. Das ist der hier, auch eine wirklich wunderschöne Farbe. Okay, Murmel ist gerade damit beschäftigt, die Buddelbox umzuräumen. So, dann dein liebstes Pfirsich-orangefarbener Ton. Habe ich keine große Auswahl gehabt, da habe ich nur einen. Das ist der Manhattan 53Q. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist die Verpackung überhaupt noch gibt, also die roten. Es gab ja ganz früher gab es, glaube ich, schwarz. Der sieht so aus. Das ist aber sehr krass in der Kamera. Ja, aber das ist eigentlich mein einziger. Also, wie gesagt, die Kamera verfälscht jetzt ein bisschen sehr dolle. Dann dein liebstes Braun, habt ihr schon öfter von mir gesehen. Mein Avon Shimmering Sand, wo nicht mehr viel übrig ist, und den gibt es nicht mehr. Ich finde sowas ja immer voll gemein. Das ist der hier. Es ist ein sehr leichtes Braun, aber jetzt hast du dir wehgetan, oder? Schafft euch nie Kaninchen ein. So, das ist der. Ja, ganz ehrlich, was sollen denn die Leute von uns hier denken? So,
Dein liebstes Rosa ist von Catrice. Die Nummer 010. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt. Guck mal, hat nochmal 1,45 Euro gekostet. Der sieht so aus. Und geswatcht. Wo swatch ich den jetzt hin? Geswatcht ist es der hier. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das noch als rosa durchgeht oder schon als pink. Ich weiß es nicht. Aber ich mag den auch sehr gerne. Und dann dein liebster Pflaumenton. Habe ich mir schwer getan, weil ich bin auch jemand, ich gucke mir schon mal meine Kosmetik an. Und wenn ich da Sachen bei habe, die ich jetzt immer gekauft habe, nie benutzt habe, dann verschenke ich sie, wenn es jetzt zum Beispiel damals diese Bobbi Brown Foundation, die ich hatte, mit der ich nicht zurechtgekommen bin, habe ich verkauft. Ich weiß, dass ich in meinem Leben schon pflaumenfarbene Lippenstifte hatte. Aber die haben mir nie gestanden, deswegen habe ich auch keinen. Ich habe jetzt einen, das ist von Essence Color and Shade Lipstick Pencil, das ist die Farbe 02 Party Girl. Ich mag solche Stifte eigentlich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, ob das als Pflaumenton durchgeht. Ich muss da jetzt selber entscheiden. Das ist der hier. Oh, das verfällt aber heute richtig hier. Ja, es ist eigentlich mit, also in Wirklichkeit sieht der ein bisschen pflaumentoniger aus. Toniger? Keine Ahnung. Wie gesagt, also das war jetzt das Entfernteste, was ich an Pflaumenartigen hatte. Aber ich mag den eigentlich auch ganz gerne, weil der steht mir eigentlich, obwohl der ja auf den Lippen auch ziemlich krass wirkt. So, und dann 12. Was ist dein Lieblings? Rosenholzton. Und da muss ich euch enttäuschen. Ich habe keine rosenholzfarbenen Ton. Also ich habe jetzt wirklich alles durchgesucht. Meine ganzen Lipglosse geswatcht nochmal. Meine ganzen Lippenstifte geswatcht. Aber rosenholzfarben habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. So, dann Frage Nummer 13. Wie viele... Ich glaube, ich muss mir mal einen bequemeren Ort zum Videodrehen suchen. So, Farbe 13. Ja. Frage 13. Wie viele Lipglosse hast du? 22. Auch ziemlich viel dafür, dass ich sie immer vergesse. Dann gleich ist Polen offen hier. So, jetzt ist Heidi gerade aus dem Gehege abgehauen. Auch schön, ne? So, 14. Welches sind deine Lieblings-Lipglosse? Keine Frage, brauche ich nicht lange überlegen, brauche ich auch nicht lange suchen. Die berühmten, und ja, ich hatte die schon viel, 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 viel früher wie die anderen. Wollte ich jetzt mal sagen. Das sind diese Essence Stay With Me Long Lasting Lip Glosser. Einmal Me and My Ice Cream. Das watche ich auch mal schnell. Wenn man es sieht, ist immer die nächste Frage. Das ist der? Ja. Das ist der hier. Und dann noch, was war das jetzt hier? Dann müsste das mein Favorite Mission. Milkshake sein. Das ist der hier. Der ist ein bisschen peachy. Swatch ich auch mal. Ja, gar nicht so. Dummdi-dumm. Das ist der da drunter. Also wie gesagt, also leider verfälscht heute meine Kamera ziemlich die Farben. Ja, das sind meine Favorites. Weil die halten wirklich sehr, sehr, sehr lange. Und bei denen ist es auch nicht so, dass man verklebte Lippen hat. Und das finde ich bei Lipglossen immer noch schlimmer. Jetzt ist Heidi unter meinem Bett. Ich sehe, ich schaffe nie Kaninchen. Schau, kauft euch ein Pferd, ist einfacher. So, und dann die letzte Frage. Welches ist der... Hallo. Hallo. Madame. Gesehen, abgehauen. 15. Welcher ist der schlechteste Lippenstift, den du nie hattest? Und an den kann ich mich noch sehr genau erinnern. Das war einer von Rimmel. Entschuldigung, aber ich mache nur Scheiße den ganzen Tag über. Der war von Rimmel. Das ist aber auch schon zig Jahre her. Also mindestens 4, 5, wenn nicht 6 Jahre. Das war ein ganz, ganz toller Ton. Das war so
rosa Pfirsichfarben. Also das war ein super Ton. Ich kann euch nicht mehr sagen, welcher Ton das war. Und ich weiß, dieser Lippenstift, wenn man den geswatcht hat, dann hatte das eine Farbe, die war wow. Auf den Lippen, die erste Sekunde, wow. Danach war die Farbe weg. Ich weiß auch nicht, wo die immer hin ist. Aber wirklich, das war beim ersten Auftrag super. Hast das nächste Mal ein Spiel, war der Lippenstift weg. Den, da, also wie gesagt, an den kann ich mich wirklich noch sehr, sehr, sehr gut erinnern. Und Rimmel, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viel Rimmel Lippenstifte kosten, zumal mir eine Abonnentin gesagt hat, oder mir mal als Kommentar hinterlassen hat, dass, als Kommentar geschrieben hat unter einem Video, mein Gott, oh Gott, dass Rimmel auch aus dem Drogeriebereich rausgeht, was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde, weil ich finde, Rimmel hatte eigentlich auch recht gute Sachen zum Teil. Ich weiß nicht, warum verfälscht meine Kamera die Farbe so, also auf den Lippen, das sieht richtig peachig aus, das ist aber rosa. Ja. An den kann ich mich noch sehr genau erinnern, den habe ich dann noch irgendwann, weil ich so die Schnauze voll hatte, weil man musste ja wirklich, man hätte den ganzen Tag eigentlich nur mit dem Lippenstift rumrennen können oder machen können. Den habe ich auch mal weggeschmissen. So, und dann tagge ich euch. Dich da hinten auch. Ja, ihr wisst, ich tagge eigentlich sehr ungerne persönlich, weil ich kenne es, dass da nichts zurückkommt, keine Lust, kein Bock, keine Zeit, was weiß ich. Mir auch lette. Deswegen tagge ich euch wieder alle. Die Fragen poste ich euch hier unten in die Kommentare, ja, in meine Infobar hier unter dem Video. Ich lasse wieder die Videos als Videoantwort zu. Und ja, das war der I Love Lipstick Tag mit Murmel. Murmel, jetzt was berühmt. Mit Murmel? Habt ihr das nochmal gesehen? Habt ihr mal gesehen, dass meine Kaninchen mich hier echt zur Weißglut treiben? Und ich werde mich jetzt an meinen Blog machen. Weil ich möchte, dass mein Blog... Hallo? Ich möchte, dass mein Blog schöner wird. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege. Ich weiß nicht. Also, ich habe schon 27 Leser. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt mal wieder ein paar Sachen online stellen. Ich muss mich da mal wieder drum kümmern. Ja, und wie gesagt, ich möchte mal, dass er schön wird, aber ich weiß nicht, wie das geht. Das ist immer das nächste Problem. Ich bin technisch nicht so... Ja, ich bin technisch ein Nulpe. Ein Vollloser. Ich bin froh, wenn ich weiß, wie mein PC angeht. Ja, so schlimm nicht, aber wie gesagt, andere haben ja wirklich ganz, ganz tolle Blogs mit Fotos und allem Möglichen im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mal gucken. Vielleicht finde ich es raus. Wenn nicht, bleibt da so. So, das war's. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!